Seit Jahrzehnten bemüht sich die Welt, den Klimawandel aufzuhalten und durch Stärkung erneuerbarer Energien eine Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen. Aber was, wenn uns das plötzlich egal wäre? Was würde das aus unserem Planeten machen? Und was mit der Menschheit? Hier ist Was wäre wenn? Heute zeigen wir, was passiert, wenn wir aufhören würden, den Klimawandel zu verhindern. Von 1880 bis heute ist die Temperatur der Erde um 0,9 Grad Celsius gestiegen. Das hört sich vielleicht nach wenig an, hat aber für den Planeten enorme Auswirkungen. Es bedingt das Schmelzen der Polkappen und verursachte mehr Hitzetote als jemals zuvor. Die Menschheit versucht ihr Bestes, alles richtig zu machen. Betroffene Länder unternehmen höhere Anstrengungen, Emissionen zu senken, auf erneuerbare Energien umzusteigen und mehr zu recyceln. Frankreich plant sogar bis 2040 den Verkauf von Benzin- und Dieselautos zu verbieten. Wir sind vielleicht nicht perfekt, aber immerhin versuchen wir es. Was aber würde passieren, wenn das Klima uns plötzlich komplett egal wäre? Wenn wir unsere Bemühungen einstellen würden, etwas gegen den Klimawandel zu tun, wäre unsere Zukunft nicht allzu rosig. Wer glaubt, der Klimawandel beeinflusse nur das Wetter, der irrt. Er beeinflusst alles. Von den Meeren über unsere Nahrungsversorgung bis hin zu unserer eigenen Gesundheit. Zunächst mal, wenn wir nichts tun, wird die Erde immer heißer. Damit meinen wir nicht öfter Kaiserwetter, sondern zunehmende Extremtemperaturen. Die mittlere Temperatur wird so drastisch ansteigen, dass um 2030 herum jährlich weitere 30.000 Todesfälle wegen des Klimawandels zu beklagen sind. Die meisten Hitzetote werden vermutlich in China und Australien zu verzeichnen sein. Dort werden regional die Temperaturen im Durchschnitt über 46 Grad liegen. Wenig überrascht, dass höhere Temperaturen dazu führen, dass die Arktis grüner wird. Die Eisbären, jetzt schon eine bedrohte Art, werden irgendwann aussterben. Schmelzendes Eis wird den Meeresspiegel steigen lassen. Ein Großteil der weltweiten Küstenregionen werden versinken. Die NASA schätzt, dass der Meeresspiegel bis 2100 und wenn das ganze Poleis schließlich schmilzt, um 7 Meter steigen wird. In Nordamerika würde der Großteil der Ostküste sowie die Golfküste und der größte Teil Floridas verschwinden. In Europa wäre London eine ferne Erinnerung. Gleiches gilt für Venedig, Brüssel und Moskau. Hongkong und Bangladesch werden ebenfalls absaufen und hunderte Millionen in die Obdachlosigkeit treiben. Im Grunde ist jede Küstenregion massiv von Überschwemmungen bedroht. Experten sagen, wenn wir nichts tun, werden sich die weltweiten Treibhausgasemissionen zum Stand von heute verdoppeln. Das wieder umkehren wird zehntausende Jahre dauern. Der UN-Klimabericht sagt eine Zunahme von Wetterextremen voraus. Stürme, Tsunamis und Hurricanes werden mehr und heftiger. Höhere Meerestemperaturen und steigende Meeresspiegel verursachen eine schnellere Bewegung von Hurricanes, die damit auch stärker werden. Dies wird die Verkehrsinfrastruktur Nordamerikas stark beeinträchtigen. Mittelamerika wird das gegenteilige Phänomen erleben. Weniger Niederschlag als je zuvor. Dies ist auf die Luftverschmutzung und die erhöhten Temperaturen in der Region zurückzuführen. Im Karibischen Meer wird sich die Korallenbleiche aufgrund der höheren Temperaturen und der zunehmenden Lösung von Tonnen von Emissionen in den Ozean verstärken. Wärmeres Wasser führt dazu, dass Korallen die in ihrem Gewebe lebenden Algen vertreiben. Danach beginnen sie zu verhungern. Verschneite Winter- und Familien-Skiausflüge gehören der Vergangenheit an. Ihr könnt euch in den Jahren, nachdem uns der Klimawandel wurscht wurde, davon verabschieden. Schnee wird durch extreme Regenfälle über das ganze Jahr hinweg ersetzt. Bis zum Jahr 2100 wird unsere Erde völlig anders aussehen. Die Wasserversorgung wird bedroht sein, Arten werden verschwinden und Waldbrände werden dramatisch zunehmen. Kombiniert man das mit extremer Hitze, verkarstem Land und Nahrungsmittelknappheit, wird es für die Menschheit ein Überlebenskampf. Aber es muss nicht so kommen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen, kann unsere Welt uns weiter ein nachhaltiges Zuhause bieten. Arten könnten gerettet werden und wir weniger Nahrungsknappheit leiden. Es wird aber weiter Überschwemmungen geben, aber wir haben bessere Chancen, sie zu reduzieren. Experten sagen, wir haben es bereits zu sehr übertrieben, um nicht zumindest ein paar Auswirkungen zu erleben. Aber wenn wir nicht versuchen, gegenzusteuern, kommt es richtig dicke. In was für einer Welt möchtest du leben? Also wenn du kannst, fahre morgen mit dem Rad zur Arbeit. Recycle weiter und mach mindestens einmal pro Woche einen Veggie-Day. Den Klimawandel empfindest du nur als ein hypothetisches Szenario? Naja, weitere solcher Szenarien findest du bei Was wäre wenn?